Welch ein Wunder, wir sind wieder bei Pokémon Mond und ich möchte euch nämlich was zeigen. Und zwar wurde in Japan vor einigen Tagen, Wochen, ich weiß es gerade nicht so genau, Lunastein und Sonnenfehl verteilt. Nur damit die Leute diese eine spezielle Szene sehen. Und ich habe schon Lunastein, deswegen war mir dieses Event vollkommen egal. Die konnte man sowieso nur in Japan halten. Und ich habe nämlich von älteren Generationen bzw. Editionen Lunastein geholt. Ich habe nur Sonnenfehl-Pokémon Bang, aber es ist egal. Wir brauchen eins davon. Ich habe jetzt Lunastein geholt. Ich bin gerade dabei zu beenden. Deswegen habe ich jetzt auch mehr Red Maman dabei. Der Good Old Red Maman, richtig OP. Und ja, wir wollen jetzt in die Hainer-Wüste. Das ist quasi so ein, keine Ahnung, wir wollen einfach die Szene sehen. Kleine Einleitung, wie man da hinkommt. Auf jeden Fall zur Hainer-Wüste. Ich kann nochmal die Karte zeigen, damit ihr genau wisst, wo ich bin. Ich bin genau hier. Man kann quasi von oben zur Wüste, also wenn man schon in der Wüste war. Und wenn man noch gar nicht in der Wüste war, muss man hier hinfliegen und dann einfach nach rechts laufen. Also die Wüste ist quasi Postgame. Und hier kann man Kapu-Ubulu fangen. Habt ihr auch in meinen Battles gesehen. Auf jeden Fall gehen wir zur Wüste. Und ich darf nicht vergessen, dass ich gerade auch ein UB-Event am Laufen habe. Die habe ich noch nicht fertig. Ich muss sie noch machen. Ich bin momentan im Breeding-Zeugs. Deswegen kommt hier gerade die Mucke. Und was ich auch nicht vergessen darf, ist hier Top-Schütze zu benutzen. Oder Super-Schütze zu benutzen. Ich habe da noch einige. Naja, ich hab's glatt vergessen, dass ich hier noch die UB-Events habe. Das ist mir vollkommen egal. Wir gehen einfach nach rechts. Dafür haben wir schöne Mucke im Hintergrund. Ja. Na toll. Rechts ist natürlich sehr super. Erstmal die ganzen Pokémon hier ausweichen. Ich muss selber noch herausfinden, wie ich das nochmal gemacht habe. Auf jeden Fall bin ich dann nach rechts gelaufen. Oder bin ich hier gelaufen? Okay, hier ist der Fuzzi-Typ, der nur sagt, ja, bla bla bla. Augenschmerzen. Sie drehen. Okay. Das hat er mir vorher nicht gesagt. Alles klar. Yay! Also die wilden Pokémon sind sehr aggressiv. Ja, der Gegner hat auch keine Chance. Wir können ja einfach fliehen. Fliehen. Vor allen Dingen, ja. Das sind eben äußerlich sichtbare Pokémon. Das ist nicht schlecht, dass sie das eingeführt haben. Das ist ein bisschen nervig. Ah, hier bin ich richtig. Ich muss es in den komischen Fuzzi begegnen und dann kommt hier dieser Typ, wenn man danach nach rechts läuft. Und, ja. Der sagt was. Ja, ich möchte Lunastein oder so haben. Von seinen älteren Reisen. Ich habe alles gegeben. Bin völlig ausgebrannt. Ich kann an nichts mehr erinnern. Weiß weder, wer ich bin, noch wie ich in meine Heimat zurückkomme. Alles, was ich habe, ist der Schatten einer Erinnerung, der wie ein stetiges Hitzeflimmern in den Tiefen meines Gedächtnisses flackert. Die Erinnerung an ein Pokémon, das ein Gefühl der Nostalgie in mir auslöst. Oh, kann es denn wahr sein? Das Pokémon, mit dem du auf Reisen bist, ist Lunastein. Es ist 30 Jahre her. Dein Lunastein strahlt eine seltsame Kraft aus. Luna. Okay. Oh,
Ich erinnere mich wieder an alles. Ich weiß wieder, wer ich bin und wie ich nach Hause komme. Vielen Dank, Lunastein, und sei unbesorgt. Die Sternimpulse, die du mir vor 30 Jahren anvertraut hast, sind in guten Händen. Ich habe sie an eine wunderbare Gruppe älterer Herren weitergegeben. Und dir auch vielen Dank, junge Frau. Mit Hilfe der Kraft, die ich von deinem Lunastein erhalten habe, werde ich sicher nach Hause zurückkehren können. Zurück zu den Sternen. Hier, das ist für dich. Bitte zögere nicht und akzeptiere dieses Geschenk. Das ist meine Dankbarkeit und Verbundenheit übermitteln soll. Okay, wir kriegen einfach Mondstein. Interessant. Ich werde diesen Planeten und seine Bewohner niemals vergessen. Nun dann, der Moment des Abschieds ist gekommen. Lebt wohl, meine Freunde. Das ist sehr creepy. Was hat das zu Deutsch reden leicht gemacht. Was hat das wohl zu bedeuten? Auf der Webseite, auf der komischen, mysteriösen Webseite habt ihr sicherlich gesehen. Ich werde es wahrscheinlich auch noch verlinken. Stand, dass die da dann Ultrasonne und Ultramond dann nach noch angeteasert haben. Und dieser komische Herr von ihm scheint wohl in den Sternen zu leben. Was soll das bedeuten? Kann das sein, dass wir in Ultrasonne, Ultramond wieder irgendwo zu den Sternen gehen oder in eine andere Welt gehen? Praktisch ist ja Ultrasonne, Ultramond eine andere Welt. Vielleicht werden wir diesen komischen Typen wieder sehen oder so. Könnte sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das hier nämlich die Szene, die ich euch zeigen möchte. Und ja, wir haben einfach Mondschein gekriegt. Das heißt, wenn wir Sonnenfehl mitgenommen hätten, dann hätten wir Sonnensteine wieder gekriegt. Das ist nämlich sehr interessant. Und ja, ich glaube, das war's ja. Schutz. Lass ich einfach mal so. Und ja, ich hoffe, euch hat diese kleine, kurze voll gefallen. Und ihr könnt mal in den Kommentaren schreiben, was ihr nämlich dazu von hält. Und ja, Leute, wir sehen uns dann in einem anderen Projekt wieder. Bis dann.